Ja, nee. Ach, Isaac. Bloß nicht zielen. Nein. Na gut, holen wir jetzt erstmal die ganze Munition. Und ich traue diesem Vieh hier nicht. Mittlerweile tun die nämlich so, als wären sie tot. Noch mehr Energie. Und wunderbares Medipack. Was steht hier? Bitte nach dem Toilettengang die Hände waschen. Wash the... Kann ich nicht lesen. Hier haben wir nichts Interessantes. Und... Ah, die Maustaste! Das gibt's nicht. Und irgendwie hackt das Ganze. Das sollte nicht so sein. Ja, wir sollten nach Möglichkeit möglichst viele von diesen Biestern bereits von hier oben vernichten. Da kommt natürlich noch mehr. Oh, da hinten ist noch irgendwas. Schnell hin. Jump, jump, jump. Da. Können wir das auch mit dem... Nein. Können wir nicht. Aber was ist das? Mein Pulsprojektil. Geschlossen. Biohazard. Tja, wo ist jetzt dieses Biest? So, Biest. Komm. Naja, Hauptsache, ich habe dich irgendwie erwischt. Und tot. Zumindest eines. Das Schiff hat uns noch nicht gesagt, dass wir in Sicherheit sind. Die Quarantäne steht immer noch. So, wechseln wir auf eine andere Waffe und laden auch die nach. Gut. Wir zurück auf die und den Lastenaufzug. Super happy Lastenaufzug. Super happy Lastenaufzug. Alles ruhig. Noch. Vielleicht müssen wir auch wieder auf unser Stasemodul zurückgreifen. Im Fall der Fälle. Aha. Der ist von dort runtergefallen, nehme ich an. Wie unnötig. Credits! Sehr gut. Eine Stasi-Station. Klick, aufgefüllt. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Ah, ja. So, und so sieht das Ganze dann in Aktion aus. Oh, der hat Metallbeine. Das ist ja mal unfair. Oh. Komm mir nicht zu nah. Oh, du auch nicht. Und tschüss. Zack. Oh. Ekelhafte Viecher. Quarantäne aufgehoben. Ah, schön. Danke, dass ihr jemanden runtergeschickt habt, der mir hilft. Ihr Wichser. So. Was haben wir noch? Wir haben wieder Impulsprojektile. Credits. Wühlen wir einfach in den Hosentaschen von den Viechern. Zum Beispiel, zumindest in dem Teil, der noch nicht mutiert ist. Und hier scheint uns nichts weiter zu sein. Aber wir haben hier eine Nachricht. Steht irgendwas. Lydia, hallo. Don't make it back. Take care of the kids for me. Ey, ich liebe dich. Ja, da packe ich jetzt einfach noch eine Briefmarke drauf und schick's dir, Lydia. Mit der Post. Es ist ruhig. Zu ruhig. Ach so, deswegen. Natürlich. Wechseln wir wieder auf unseren Maschinengewehr. Denn MG ist das Beste. Toilette, Toilette. Ich hätte mir jetzt fast eingepisst, also ab auf Toilette. Und Plasma-Energie und Toilette und Graffiti. Ach, müsst ihr denn jetzt alles verunstalten? Pulsprojektile. Dort geht's auch noch weiter, das ist aber derselbe Raum wie vorher. Ja, die Maustaste, es ist doch nicht wahr. Ich hämmer jetzt einfach mal ein bisschen auf der rechten Maustaste rum. Entschuldigung. Wusch. Audiolog. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Ja. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar. Atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem.
Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ja. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ja, mach doch, was du willst. Es ist sowieso schon zu spät. Alles verseucht. Mit diesen Bastarden. Was ist das? Menschliche Anatomie. Ja, der hat sich ein bisschen verändert, wie es aussieht. Okay, genug herumgeschwafelt. Kümmern wir uns jetzt um diese außerirdische Höllenbrut. Denn wir sind ja Techniker. Und laufen im Kreis. Ich nehme an, wir müssen jetzt in einen dieser Räume. Nehmen wir an, wir müssen in diesen Raum. Nehmen wir an, darin sind Monster. Anscheinend nicht. Aber wir haben Impulsprojektile. Und ein Videolog. Endlich wieder was fürs Auge. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Marker? Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, ja. Sie wissen das. Ruhmvoll und göttlich? Die Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence, wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Okay, anscheinend wurde so etwas wie ein Marker gefunden. Die ganz Aufregung wegen ein paar Copic-Markern? Na toll. Anscheinend rar gesät in der Zukunft. Rar gesät. Die duften einfach toll. Kästchen. Kaputtes Kästchen. Impulsprojektile. Praktisch. Schränke, die nicht uns gehören. Geld. Moment, nimm das Geld. Danke. Und noch mehr Projektile. Ein Lüftungsschacht. Ich hab dich im Auge, Freundchen. Und wieder raus. Gut. Ach, was machen wir uns denn Sorgen? Die Quarantäne wurde aufgehoben. Und hier ist der letzte Raum. Wo es auch tatsächlich weitergeht. Das hat gerade gewackelt, oder? Habe ich mir das eingebildet? Nein. Speichern. Die beste Idee des Tages. Nehmen wir den hier. Ja, okay, auf Annehmen. Nicht doppelklicken. Das funktioniert sonst nicht. Alles wieder beschrieben. Wie zur Hölle haben wir die Zeit gefunden, das hier alles zu beschreiben? Oh, ich werde von Monstern gejagt. Ich muss schnell die Wände vollschreiben. Und hier finden wir noch mehr Impulsprojektile und Impulsprojektile. So. Noch irgendwas Interessantes? Nein. Bam! Die Arbeit von Jahren mit einem Schuss zunichte gemacht. Gut, gehen wir weiter.